Einen wunderschönen Samstag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die, wo wir auf der Suche nach Honig sind. Dem Land, in dem Honig und Antibiotika fließen oder so ähnlich. Bist du denn für einer? Bist du ein Cowboy? Ja, du müsstest ein Cowboy sein. Ich weiß, dass Cowboys nicht unbedingt bekannt für Honig sind. Die haben gar nichts dabei. Also irgendwie bringen mir die. Oh, da ist ein Baumstumpf. Da ist ein Baumstumpf. Noch wichtiger als der heilige Gral. Upsala. Na komm, geh nicht so mir auf die Pelle. Stoff. Ich nehm's mal mit. Habe doch einen Baumstumpf gesehen. War das jetzt schon eine Halluzination? Ich stand doch hier. Hier irgendwo stand ich. Habe in die Richtung geguckt. Und da habe ich doch einen Baumstumpf gesehen. Oder war das einfach nur noch nicht fertig gerenderter Baum? Kann das auch sein? Ich werde schon verrückt. Ich werde hier wirklich schon verrückt. Ich glaube, das sind die Auswirkungen des Antibiotikamangels. Ich sehe potenzielle Antibiotikaquellen, wo keine sind. Das ist nicht gut. Ich würde ja zu einem Arzt gehen, wenn es hier einen gäbe. Hätte doppelten Vorteil. Ich könnte mich untersuchen lassen. Und zum anderen, ich würde dann Antibiotika kriegen. Ich glaube, die Gags auf den Antibiotika, die können wir langsam reduzieren. Die kamen jetzt in den letzten Folgen zu häufig vor. Ich meine, die waren beim ersten Mal schon nicht lustig. Ich glaube, die sind beim 10. Mal immer noch nicht lustig. Aber okay. Hallo. Ich habe Sie gern auf mich aufmerksam gemacht. Mit allen möglichen Konsequenzen für Sie oder für mich. Da hinten ist noch einer. Siebeneinhalb Minuten. Das wird ganz schön knapp, muss ich sagen. Weil ich sehe zwar ab und zu mal Zombies, aber leider keine. Die jetzt wirklich wichtig für mich sein könnten. Also am wichtigsten sind natürlich eigentlich noch die Krankenschwestern. Weil die hier gar nichts mitbringen. Die Dinge da. Du vielleicht was für mich? Erstmal auf mich aufmerksam machen. Und dann eben erledigen. Natürlich nicht. Da unten sind noch zwei von diesen Läuferdingern. Die sind auch irrelevant. Da ist ein Baumstamm. Der ist definitiv da. Ja! Wenn man das nicht mal Timing nennen möchte hier. Bam! Und schon ist er wieder hochmotiviert und prügelt den Leuten das Zeug aus dem Hirn. Manometer, das war knapper, als ich gedacht und erhofft habe. Aber wir haben unseren Honig gefunden. So knapp, ich glaube, 4 Minuten vor dem Ende. Ja, nicht ganz.
Irgendwie sowas. Also ich denke mal, so 5 Minuten hätte ich noch gehabt und dann wäre ich gestorben. Das war knapp. Gut, dann können wir uns jetzt wieder auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Und das ist Hordentag. Das ist nun erstmal das Wichtige. Ich finde die Stelle da links optisch ganz gut. Wir haben halt auch Möglichkeiten, in verschiedene Biome zu kommen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn wir eben mal Schnee brauchen, ist es nicht ganz so weit. Wenn wir Wüste brauchen, ist es nicht ganz so weit. Wir haben hier das grüne Biom, was heißt, wir haben Bäume und Clay sehr schnell zur Verfügung. Wasser haben wir auch ohne Ende. Was ja leider nicht mehr geht, ist so diese Wasserschutzgeschichte. Weil früher konnten Zombies ja nicht durch Wasser schlagen. Weswegen man das dann gerne genutzt hat. Ich hätte eigentlich auch in den Kopf gehen können, wenn ich ein bisschen besser zielen könnte. Aber ich denke, wir können die erste Horde auch in diesem Häuschen da verbringen. Dann habe ich noch 7 weitere Tage Zeit, um mir eine richtige Sache zu bauen. Ups, das wollte ich nicht. Ja, dich behalte ich erstmal. So, wir brauchen noch ein paar mehr Spikes, dass ich wenigstens das Erdgeschoss ausfüllen kann. Dass, wenn die da reinkommen, eben nicht alles direkt kaputt machen können. Und da müssen wir mal schauen. Es kann auch sein, dass ich vor der Horde nochmal ein bisschen die Grafik-Settings runterstellen muss oder in der Horde. Weil wenn jetzt hier schon bei einer Horde die FPS-Zahlen runter auf 20 teilweise mal droppen, will ich nicht wissen, was eben in der Nacht los ist, wenn die ganzen Zombies kommen und rennen. Und dann auch um sich schlagen. Nicht, dass ihr da dann hier so ein Daumenkino habt. Schaffst du den Baum noch? Feuerwehr-Axt? Frage beantwortet. Nehmen wir halt die Holzachsen, machen es damit fertig. Ist ja auch gar nicht so schlecht, eine 150er Holzaxt. Ist zwar keine Feuerwehraxt, aber immerhin, ich krieg damit auch einen Baum niedergetragen. Wieso bleibst du jetzt stehen? Egal. Habe eigentlich gedacht, er wird noch den Schritt nach vorne gehen. Deswegen habe ich ein bisschen vorausgeahnt, wohin er gehen könnte. Es ging schief. Offensichtlich, sonst wäre er tot gewesen. Oder zumindest getroffen worden. So, wir haben noch eine 145er Feuerwehraxt. Das ist ganz okay. Wir haben einiges am Baumsamen, die wir dann alles setzen können. Na komm, wir nehmen dich mit. Wir sind jetzt Level 15, das heißt, es reicht leider noch nicht annähernd, um stärker zu werden. Ich würde nämlich dann gerne einen 200er Eisenknüppel haben und nicht nur den 7, nur 150er. Aber es wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Ich Eisen dabei? Nein. Aus dir kriege ich, glaube ich, 35 oder so. Das heißt, ich habe eh nicht genug Eisen. Aber gut. Wäre es sinnvoll, etwas auf dem Wasser zu bauen? Eigentlich nicht. Sie können mir dann zwar. Wobei. Wenn ich die Grundfläche breiter mache,
können sie nicht von unten direkt gegen mich schlagen. Das heißt, wenn ich da oben eine riesengroße Fläche habe, keine Ahnung, gehen wir jetzt einfach von 12x12 aus. Und in die Ecken machen wir unsere Dinge. Und in der Mitte stabilisieren wir eben auch noch so, dass das Ganze hält. Und wir sind hoch genug. Können sie aus dem Wasser heraus, vom Untergrund, nicht nach oben schlagen und mir meine Trittfläche kaputt machen. Und wenn ich das Ding so zentral setzen kann, dass die Zombies nicht mal in die Nähe der Träger kämen, würden sie einfach nur die ganze Nacht unter mir stehen, nach oben schlagen und es würde nichts passieren. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, naja, nicht ganz durchdacht. Abgesehen davon, dass das Bauen unter Wasser extrem nervig ist, weil ich dauernd runtertauchen, hochtauchen muss. Ich habe ja keinen Tauchschein. Und so weiter und so fort. Eine andere Idee, die ich hatte, war auch, wir bauen uns in der Nähe vom Trader einfach so ein Sprungbrett und springen dann in das Gebäude vom Trader. Ich weiß nicht, ob man direkt wieder raus teleportiert wird. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn du in das Gebiet des Traders schon alleine berührst, wirst du schon sofort raus, transportiert. Teleportiert. Sobald er mal geschlossen hat. So, jetzt müssen wir erstmal zurück. Wir müssen noch das Holz innen abbauen, die Holztreppe wegmachen. Und die Steintreppe außen weghauen. Das wird noch ein bisschen Ingame-Zeit beanspruchen, deswegen machen wir uns da lieber mal auf den Weg. Kommen in der ersten Horde auch direkt schon diese Flugdinger? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass als Mad Mole in seinem Blog, der Link zum Blog natürlich in der Videobeschreibung, oh, hallo, seine Videos damals gezeigt hat von den ersten beiden Horden, kam, glaube ich, muss ganz kurz mal schießen, einfach nur ein bisschen Zeit zu gewinnen zum Regenerieren, kam, glaube ich, dieses Flugding erst in der 14er Horde. Naja. Das heißt, es würde jetzt noch nicht kommen, dann könnte ich mich aufs Dach stellen. Einfach nur die Zombies unten rumrennen lassen. Die 6 Stunden. So, jetzt müssen wir unten die ersten paar Treppen weghauen. Und wir müssen da noch ein bisschen verstärken, eine zweite Wand reinziehen. Ih, das wird knapp werden. So. Jawohl, Level 16. Weil ich ein Bier getrunken habe. Natürlich auch die Rampe rechts wegmachen. Das ist mir durchaus bewusst. Ich mache aber nur die zwei weg. Und baue dann eben mit Woodframes hoch. Rechts bei der Rampe auch, dann ist das 3 oder 4 hoch, das reicht dann, dass sie mir nicht da durch die Tür kommen können. Im Notfall mache ich die Tür eben noch mal zu. Doppelt Holz. Auch ganz gut. Oh, das ist unten gar nicht mehr Ding, okay. Optimal. Ich irgendwie Wasser oder so dabei? Ja. Mal hier direkt. Upsala. Das habe ich dummerweise in Fenstermodus gestellt. Das war nicht geplant. So, 18:20 Uhr.
Du musst weg. Gewitter kommt schon auf, die Ankündigung der Horde. Ich glaube, ihr seht auch, dass das da gerade unten ein bisschen schlecht aussieht. Das werde ich dann nach der Folge schnell fixen müssen. Entschuldigt damit eventuell, wenn es diesen Grafikfehler gerade gibt. So. Ja, nehmen wir jetzt halt Flexstone. Das war nicht unbedingt das, was ich wollte, aber besser als nichts. Es ist allemal. Du wirst jetzt mal langsam repariert. Das geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Brauchen noch ein paar Frames. Und wir brauchen gleich wieder ein bisschen mehr Gamma. Weil es schon wieder ein bisschen. Und wir setzen direkt wieder auf Fullscreen. So. Sollte das auch wieder für euch besser aussehen. Brauchen noch mehr Frames. Ganz schön knapp das Ganze. Zeitlich nicht ganz gut kalkuliert, muss ich sagen. Ich weiß auch genau, was gleich passieren wird. Geht gleich das Holz aus. Komm, du kannst weg. Normalerweise könnten die jetzt hier reinkommen heute Nacht. Ich denke ja. Das hier brauche ich sowieso alles nicht mehr. Die ganze Ecke hier von dem Raum. Ich werde mir da dann einen anderen Weg überlegen, wie ich da reinkomme. So. Hier unten drunter sieht man das. Ja, macht es also keinen Sinn, das wegzuhauen. Wir könnten hier direkt einen Weg runter in die ins Klo machen. So zum Beispiel, dass ich da direkt runter kann und dann gar nicht mehr in diesen Raum da wirklich diese Treppe gar nicht mehr brauche. Das wäre eine Möglichkeit. So, noch ein paar Frames. Reicht leider nicht. Ich denke mir, wenn wir sowieso schon hier sind, können wir auch direkt noch kochen. Ja, können noch ein bisschen die Zeit nutzen. Weil ich meine, die Zombies kommen so oder so. Clay. Stein nehme ich mit für die Pfeile.
Zeit brauchen wir nicht. Eisen. Dann reparieren wir hier einmal durch. Bone. Blendfiber. Ist natürlich jetzt alles wieder ein bisschen unordentlicher, aber der Platz nachher ist wichtiger für den Loot. Ja. So. Können wir hier noch irgendwas zwischenlagern? Nein. Wir machen uns noch die restlichen Arrows. Ja, den hätte ich vielleicht nochmal neu craften können, aber okay. Ich würde eigentlich hier oben sein. Auf dem Dach das Ganze anschauen. Aber es wird halt nicht ganz hinhauen. Wir brauchen noch mehr Gamma. Ich kann natürlich jetzt von hier oben nichts gegen die machen. Das heißt, wenn sie mal drin sind, sind sie halt drin. Das ist ein bisschen unschön. Ich bin mit der Gesamtsituation etwas unzufrieden. Wenn man das so sagen kann. Da kommt einer. Hallo. Ja, die sind von da gekommen. Nicht runterfallen. Das war das Dümmste, was einem passieren kann. Naja, wir werden jetzt ein bisschen das ausharren, diese Horde. Viel machen kann ich von hier oben sowieso nicht. Aus dem Grund habe ich ja dann gerne, wenn ich dann mal so weit bin, meine Säulenkonstruktion und in der Mitte dann eben hier so Iron Bars, dass ich von oben runterschießen kann. Damit ich vor allen Dingen sehe, von wo sie kommen und darauf reagieren kann. Weil aktuell stehe ich halt hier auf so einem Dach und warte. Noch 4 Ingame-Stunden, bis ich runter kann und dann töte ich sie nacheinander, loote sie etc. pp. Weil wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich halt tot, weil ich keine Frames und nichts habe. Ich habe auch gar keine Chance mehr auf Frames. Kriegen wir einen neuen Schlagstock, würde ich sagen. Die machen da schon kaputt hier. Komm mal da weg. Komm mal ein bisschen hier rüber. Na komm, einmal in den Kopf bitte. Naja, also die Horde ist ja noch relativ gemütlich. Da kommt wahrscheinlich gleich noch eine zweite Welle. Kann ich mir vorstellen. Aber aktuell geht das noch. So, Nummer 1 ist tot. Ich bin froh, dass ich auf der Seite die Spikes gesetzt habe. Weil das genau das ist, was man eigentlich machen muss. Ich muss aber sagen, ich bin überrascht, was die FPS-Zahlen angeht. Also obwohl gerade Horde ist. 60 bis 90, je nachdem, schwankt natürlich ein bisschen, aber ich meine, es sind noch nicht viele Zombies, die aktuell kommen.
glaube, ich habe die Zahl auf 12 gestellt gehabt, oder? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir halt warten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Einschalten. Hoffe, ihr seid dabei, wenn es morgen weitergeht, wenn wir die paar Zombies, die da sind, töten, looten und dann halt mal gucken, was wir so Schönes treiben. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen, Leute.